So, ja moin, damit herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge Mario Kart 8 Deluxe zusammen mit Steffen. Moin! So, mal schauen, was uns was nehme ich denn hier mal? Die gute Action hier bringt. Hat man lange nicht mehr. Endlich mal den Sonnenflug auf, da habe ich jetzt Bock drauf. Und wenn ich mich nicht verschaue, nachdem letzte Woche Smooter spricht Hashtag 1 war, müsste das die 50. Folge Mario Kart Deluxe sein. Das also stimmt. Kleines Jubiläum hier an dieser Stelle. Jo, wenn Mario Kart dazu rechnet schon, weiß ich nicht, bestimmt so 60. 70. Folge. Ich kann mal kurz mal gucken, ich habe ja hier... Ist ja schon eine Menge. Offen, okay, ich kann nicht lange genug gucken. Jetzt geht's erstmal um eine Wurst. Das stimmt. Guck ich gleich weiter nach. Nee, diesen Monat ist, ist ja quasi Jubiläumszeit. Aber mir fällt gerade kein zweites ein, deswegen. Also es ist ein Jubiläum, unser Jubiläum von Mario Kart Deluxe. Wir hatten auch neulich die 400 Videos. Oh ja, das stimmt. Das ist natürlich auch noch so, ja, das ist Jubiläumszeit gerade. Ja. Leute, das 500. Video wird bestimmt ein ganz besonderes, wenn wir es nicht vergessen. Wir wollten auch schon immer mal so ein 100-Abonnenten-Special machen. Fick dich. Hat das getroffen, Alter. Ja. Was für ein Skiller hier. Wir wollten auch schon immer mal so ein 100-Abonnenten-Special machen, aber das ist ja auch nie gekommen. Ja, bei 200. Ja. Also alle abonnieren, ne, dann kommt ein Special. Ja, bei 200 Abonnenten, da geht's ab. Gewinne, 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 ne? Ach, da kommt schon der Blaue. Ich liebe das Spiel. Ah, wunderbar. Oh, der ist perfekt innen vorbeigezogen, sodass ich nicht dagegen gefahren bin. Ah, ist natürlich ärgerlich. Würde mich ein bisschen aufregen. Oh. Weißt du, bei dem Spiel, was hast du denn gemacht? Ich bin an der Seite runtergefahren. Okay, bei mir bist du einfach gerade auf der Mini-Map stehen geblieben. Gut, das fickt mich dann jetzt auch überhaupt nicht. Den hatte ich schon die ganze Zeit, den wollte ich dir eigentlich schon reindrücken nach dem Blauen, aber dann bin ich runtergefahren. Ja, weil nach hinten hätte ich die ganze Zeit nicht gesehen, da dachte ich mir, ja gut, du hast jetzt kein Item, weil du da halt so kacke runtergefahren bist. Nee, unten sind auch Items tatsächlich. Ja klar, aber bei mir warst du halt nicht mehr in Sicht, weil ich dachte halt, der Bot wäre längst vorbeigefahren. Oh ja, jetzt taucht mir der Bot auch noch den roten, geil. Das ist natürlich ärgerlich für mich. Ja, bei dem Spiel bist du wieder... Oh. Ja, bist du gerade wirklich so scheiße gefahren oder war es der Leck? Ich hab mich gedreht. Ja, ich hab nach hinten geguckt und bin vor die Wand gefahren. Das war ärgerlich. Ey, ich war mir halt nicht sicher, es sah genauso aus wie gerade eben das eine Mal. Nee, das deswegen war jetzt ah, da kommt der nächste Blaue. Cool. Ah, das ist natürlich praktisch. Ja, das habe ich natürlich auf der Minimap gesehen und bin deswegen so kacke gefahren. Ich hab ja auf der Minimap gewendet. Meine Itemauswahl, ja, danke. Übrigens konnte ich nicht schnell genug ich konnte halt nicht mehr die Itemauswahl schnell machen, deswegen konnte ich nicht schnell genug den roten abwehren, der auf mich gekommen ist. Ja, weißt du. Das war gar nicht. Ja, du musst dich auch mal aufregen, also sorry, wenn ich mal der Leidtragende bin. Alter! Alter, dankeschön! Danke, du hast den Typen für mich abgeschossen! Wie chillig war das denn? Par excellence, das musste dich ja richtig, richtig fuchsen, dass du gerade mir den ersten Platz bereitet hast. Mich fuchst dir gar nichts bei dem Spiel mehr. Das ist mir zu doof. Also ich gehe halt, die Item-Dings, die leckt halt gerade wieder darum, durch die Lesung, dass ich halt nicht schnell genug das Item auswählen kann, deswegen kann ich den Rot nicht abwehren. Bleibe ich dadurch stehen, dann treffe ich der Blaue, dann bin ich halt so weit hinten, dass du mich wieder treffen kannst mit der Banane und dann, ja. Sonst wäre ich halt nämlich schon längst wieder weg gewesen nach dem Blauen. Ja, bla. Wie konnte ich dich von vorne mit der Banane treffen, wenn du schon längst wieder weg gewesen wärst? Tja. Es ist übrigens die 64. Folge Mario Kart. Wir haben Mario Kart 8 14 Folgen gebracht. Und das ist dann jetzt unser 50. 50 ja, plus zwei Blaue in einem Rennen ist ja einfach schon wirklich dumm. Wenn du Mario Kart 8 halt normal spielst, da kriegst du halt alle zwei Rennen mal einen Blauen und einen Blitz. Ja, und hier ist halt jedes Rennen halt zwei Blaue und einen Blitz. Das liegt halt daran, dass die hinteren so viele scheiß Pakete bekommen. Einfach die Doppel-Items, völlig unnötig. Ja. Ich verstehe das Feature immer noch nicht. Warum sollte man das reinmachen? Ja, fick dich, Knochen, trocken, du blöder Spaß. Also, ich finde das Feature gar nicht so kacke, aber damit. Jetzt fahr doch vorbei! Was macht der denn? Da müssen sie es halt besser balancen. Fick dich. Mann, ey. Ja. Ist halt irgendwie der Netcode und generell. Lol, wär's mir. Oh, ich hab dich getroffen. Ja, aber ist gar noch mehr in den Dorf gefahren.
Nee, ich hab dich mit dem Grün getroffen. Bin denn nirgendwo drauf gefahren. Dafür war ich viel zu weit weg. Ja, Doppel-Items sind echt richtig unnötig, das Feature. Ich hab gesehen, andere YouTuber, ja, Monte und so, die spielen ja öfters mal Mario Kart. Die spielen auch wieder nur für Wii U wieder. Weil, ja, macht halt auch mehr Spaß. Ja, eigentlich. Klar. Egal, wir müssen uns jetzt nicht drüber aufregen. Wir, haben's ja jetzt, wir haben uns ja jetzt entschieden, Mario Kart 8 Deluxe zu bringen. Deswegen müssen wir jetzt einfach Spaß haben. Euch dick getroffen? Ja. Was für ein Wichser! Genau, ein Trocken hat sich unbeliebt. Alter, so ein blöder Penner, ey. Ist einfach mit seinem komischen Kackgrün direkt an mich rangefahren. Alter. Mann, Baby Luigi! Oh, hier, ich werde hier komplett auseinandergenommen, ey. Kommt mit seiner Pflanze von hinten an. Finde ich nur fair mal. Ja, was ist das denn? Der hat gerade sowohl das Doppel-Item als auch das Ausweich-Item, auf das ich gefahren bin, mir geklaut. Fick dich, Baby Mario. Nur gut. Alter, ich bomb die jetzt weg. Ich hab zwar noch keine Bombe, aber ich werde trotzdem mein Vorhaben. Wenn du da einmal gleich getroffen wirst, dann hängst du halt richtig hin. Oh Gott. Was? Ich war gerade am Driften über eine grüne Fläche, jetzt bin ich total langsam. Alter, mich trifft es aber heute wieder komplett an den besten Situationen. Oh, Achter. Willst du mich verarschen? Ja, du bist eh so weit weg. Das bringt dir, mir persönlich jetzt nichts mehr. Also dir persönlich nichts mehr, aber ich kann jetzt wenigstens Zweiter werden. Aber ja, nur verdient bei dem, was mir schon wieder alles reingedrückt wurde. Ey, was machen die Bots jetzt? Guck dir das mal an. Die sind einfach stehen geblieben. Die haben sich gedacht, noch nö. Nee, die haben keine Ahnung, was die gemacht haben. Da hab ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Nö, jetzt. Auf den Scheiß habe ich keinen Bock mehr. Aber was, ich finde halt, die Bots sind schlechter bei dem Spiel. Also, die schießen besser. Aber fahrtechnisch, viel besser. Aber fahrtechnisch spielen die immer richtig komisch. Ich weiß auch nicht, wie man das beschreiben soll. Ja, man kann sie halt auch relativ schlecht einschätzen, finde ich. Ja. Also, weil die ziehen plötzlich vor dir einfach komplett rüber über die Fahrbahn. Und dann denkst du so, Alter, wo kam denn diese Bewegung jetzt her auf einer geraden Strecke? Ja, es ist schon merkwürdig. Ja. Also, könnte man sagen. Wie U wäre so einfach meines Erachtens deutlich geiler. Ja. Wenn auch die Grafik halt nicht ganz so gut war, weil es nur 27p hochskaliert sind, aber trotzdem. Aber das Spiel an sich war deutlich balanced. Ja. Das sieht man ja auch bei uns in den Aufnahmen. Und der Online-Modus war halt nicht so kacke, dass da durchgehend 150 und 100 CCM in den Online-Lobbys switchen. Also wer auf die dumme Idee gekommen ist, aber ganz ehrlich. Ja, der gehört auch persönlich verprügelt. Ja. Ich sollte mir die Sachen mal aufbewahren, wenn ich sehe, dass du ein Item hast. Nee, so nicht. Fuck! So doch. Was passiert? Ja, ich dachte, ich überhole den einen noch und da trifft mich der Rot nicht. Ja, falsch gedacht. Scheiße. Oh, war da eine Banane? Könnte es sein, dass ich die da gerade hingelegt habe. In den Doppel-Items so schön drin, ne? Ja, ich dachte, ich bin eigentlich dran vorbei, aber irgendwie war meine Hitbox dann noch dran. Ah, du dachtest, das war einfach zu gut platziert. Das war einfach mindblown, da wusstest du gar nicht, was du machen solltest. Boah, die Banane. Wer hat die denn so gut dahin gelegt? Ansonsten hätte ich mich ja nicht so... Das kann ja nur Dominik gewesen sein, sonst kann niemand so gut die Bananen legen. So, hier, ich hab gesagt, du einfach vorne bist. Deine Retourkutsche hier, der Trottel. Der Lappen. So, weiter geht's hier. So, zack, ab geht der Peter. Geil. Ja, bei mir bist du verschwunden auf der Minimap. Ach. Ja, ich hab auch einen Geist bekommen. Ja. Ja. Mega unnötig. Hast du ein tolles Geschenk bekommen? Ja, einen roten habe ich tatsächlich bekommen, also das war nicht schlecht. Nein. Ich bin viel zu weit innen. Was? Ich hab den getroffen und der ist nicht umgefallen. Was ist das denn für eine Verarsche? Wenn jetzt sogar die Bots anfangen zu laggen. Also wenn du laggst, das ist ja für mich okay, aber die Bots? WTF? Ist wieder ein Geist. Ja. Alter. Bist du immer noch ein Geist? Ja, ich höre da! Nein, bleib hier! Der überholt mich auch noch! Man wird als Geist nicht getroffen, nee, Als Geist bist du unbesiegbar. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich kann trotzdem getroffen werden. Ja gut, jetzt ist halt für mich gelaufen, ne? Alter, ist das dumm. In der letzten Kurve wieder ein scheiß Blitz. Ey, ich hasse dieses Spiel.
Vor allem, der hat auch noch mir noch einen Pilz geklaut. Das war ganz geil, da hatte ich zwei Pilze. Ich habe nur gesehen, wie auf einmal die Platzierung zweiter Platz war und bevor mir die Münzen verschwunden sind. Und dann dachte ich mir schon so, oh nein. Oh, fuck. Oh, das war eine richtige Beruhigung. In der letzten Scheißkurve, warum kommt denn da noch ein Blitz? Ja, das war echt frech. Das ist einfach nur richtig dumm. Aber gut, ich will mich da jetzt nicht drüber beschweren, wenn ich ehrlich bin. Ja, das Spiel wird halt mehr und mehr, weiß ich nicht, unbeliebt. Ja, aber es ist schön, dass du dich jetzt auch mal aufregen kannst. Noch zwei Folgen oder drei Folgen in Folge, wo ich quasi dauerhaft roten Kopf hatte. Ich weiß halt auch nicht, warum der Tanuki-Mare so schnell ist. Ja, der ist, glaube ich, vom der Start. Warst du das? Ja, natürlich war ich das. Der startet, glaube ich, einfach viel besser. Ja, der war halt, nee, also vorm Ziel jetzt, als der Blitz mich getroffen hat, war er einfach so viel schneller als ich. Ja, wie gesagt, der hat eine bessere Beschleunigung. Dafür hast du ein besseres Maximaltempo. Glaube ich. Ja, also. Ich weiß nicht. Ja, dass er so schnell beschleunigt, das war halt schon echt merkwürdig. Weil er hat ja noch einen Abstand hinter mir. Ein Blätter, einen Pilz gehabt oder so? Ja, möglich. Aber wäre halt schon ein bisschen dreist auf dem zweiten Platz. War ja zu dem Zeitpunkt noch was passiert. Ich bin gerade durch zwei Items, habe ich es geschafft durchzufahren. Was lege ich jetzt nicht ab? Weil die, glaube ich, nichts bekommen haben. Ich würde jetzt mal so richtig so einen geilen achten Platz wünschen, ne? Ja, den würde ich mir auch. Weiß ich nicht, ich fahre einfach nur. Fick dich mal, also so, ich bin zwar schlechter als du normalerweise, aber ich muss ja nicht direkt immer 8 Kilometer hinter dir sein. Oh, jetzt wird dich was freuen. Ich weiß ja nicht, warum die dich nicht abschießen die ganze Zeit. Ja, das ist auch meine Frage, die ich sonst an dich immer stelle. Oh, what the fuck? Der Rote hätte eigentlich noch treffen können. So, rückwärtsgang rein, ne? Ich hab den Tanuku weggesprengt. Ja, Banane raus. Nee, so nicht. Nee. So nicht. In Abgrund reinfahren? Nee. Nein! Ey, das ist mein Item! Ja, ich hab's bekommen! Ich war vor dir bei mir! Ich war hinter dir. Nee, ja, bei eben, mir. Du warst hinter mir. Oh, ist das lächerlich. Das würde mich jetzt ärgern, wenn ich noch in die Hupe gefahren wäre. Und wenn ich noch in die Luft gesprengt worden wäre. Hier, Banane! Ah. Ne, in die Luft gesprengt wurde ich nicht. Ah, verdienter Sieg. Das ey, warum bist du denn hinter mir und kriegst das Item? Ja, ich war so ganz schräg hinter dir. Ja, du warst auf jeden Fall, also ich war näher am Item dran als du. Ja, das hätte ich auch gesagt, spontan. Ich hätte jetzt erst drauf getippt, dass halt wieder der D-Sung zugestarrt hat und du woanders warst. Nee, ich war tatsächlich hinter dir, also bei mir. Ja, das Spiel, ihr habt es mal wieder gesehen, Mario Kart in seiner besten Form auf jeden Fall seit Jahren. Also geilstes Spiel Mario Kart. Oh, ich weiß nicht, irgendwie bin ich gerade total zufrieden mit dieser Folge. Das war heute einfach so eine Bullshit-Runde mit nur Scheiße. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ein Abo, wenn ihr das würdig fandet für die 50. Folge. Ansonsten abonnieren gerne, die Glocke da lassen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, tschö mit Ö. Tschüss.